Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Far Cry 4. Ja, sehr sexy betont hier. Ich möchte mal eine Schnellreise wohin machen. Wo kann ich am schnellsten eine Schnellreise machen? Ich glaube hier. Wir wollen jetzt diese Schützengedöns, Gedönse machen. Super gut gesagt. Ja, wir wollten diese Geschützgedöns machen. Obwohl ich selber keinen Plan habe. Oh, meine Güte. Wovon ich selber keinen Plan habe, was ich da machen muss. Tyrtha. Hier kann man lesen. Null Toleranzpolitik. Pergamin möchte daran erinnern, dass alle Bürger, die die Farbe des goldenen Pfades tragen, ohne Vorwarnung erschossen werden. Okay. Wir verfolgen eine Nulltoleranzpolitik bezüglich aller Verbindungen zu den Terroristen in Banapur. Der König hat seine Augen in jedem Dorf. Er wacht ständig über seine Kinder. Versucht nicht, seine Gutmütigkeit zu missbrauchen. Pergamins Licht möchte bla bla bla, das kennen wir ja schon alles. Okay. Können wir irgendwelche Sachen neu kaufen oder so? Ich weiß ja nicht. Gibt es hier irgendwelche coolen Sachen? Ich wollte mir eigentlich die Waffe kaufen, ne? Die Pistole. Die Leuchtpistole möchte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, was die bringt. Ob die welche töten kann oder so. Ich weiß es nicht. Und man kann ja versuchen. Probieren könnte was studieren. Hat man immer gesagt, ne? So. Und falls ihr gerade ein leichtes hört, ein leichtes Brummen, das liegt daran, weil hier gerade gestaubsaugt wird. Aber das müsste ja in 2-3 Minuten weg sein. Aber ich glaube, ihr hört es dran, ne? Ne, ich glaube nicht. Ich hört sowieso von meinem Mikrofon, von meinem T-Bone S. C240 USB Podcast Bundle. Haha. Mit einem Mikrofon am jetzt, weil dieses Scheißding mich ein bisschen aufgeregt hat. Hört ihr sowieso ein Grundrauschen, weil USB. Und ich möchte sagen, wenn ihr ein Mikrofon kaufen wollt. Das ist cool. wenn ihr euch ein Mikrofon kaufen möchtet, dann empfehle ich euch erstmal das hier. Das ist blau. Empfehle ich euch jetzt erstmal das T-Bone SC440 USB-Gedöns. Aber nicht im Podcaster-Bundle. Warum? Hier haben wir was von Longnius. Ich möchte gerne ein Fahrzeug haben. Warum ist ganz leicht erklärt? Ich reiß mal dahin. Weil dieses kleine Kackviech von Stativ bei mir auf jeden Fall. Bei mir mich übel aufgeregt hat, weil man konnte das nicht richtig feststellen. Doch, konnte man das feststellen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall konnte man da... Also ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich habe mir lieber einen Mikrofonarm von Millennium 2... Aua! Millennium 2500 habe ich mir lieber geholt. Ist sehr, sehr geil. Muss ich... Meine Fresse, warum brenne ich mich denn die ganze Zeit an? Muss ich echt sagen. Also, das kann ich echt empfehlen. Wenn ihr mal was zusammenbauen wollt, könnt ihr am besten das Mikrofon einzeln kaufen. Da habt ihr nämlich USB drin, sprich eine USB-Verlängerung und so weiter dabei. Spinne habt ihr auch dabei, wer nicht weiß, was eine Spinne ist. Zum Beispiel, wenn ich auf meinen Tisch schaue, weil mein lieber Tisch, beziehungsweise mein liebes Stativ, natürlich mit meinem und meinem Mikrofonarm so. So ist richtig ausgesprochen. Aber mein lieber Mikrofonarm ja natürlich mit dem Mikrofon irgendwie verbunden ist. Ist ja eigentlich relativ klar. Und ich höre ein Auto. Genau. Nimm die Waffe, die du nicht brauchst. Scheiß drauf, Mann. Hab ich den. Leute, habt ihr ein Auto? Leute, habt ihr ein Auto? Leute, habt ihr ein Auto? Alter, ich brauche ein fucking Auto. Ich kann nur jetzt nicht 1000 Meter laufen. Oder 1000. Ja, 1000 Meter, 1 Kilometer. Kann ich nur jetzt nicht laufen? Ach, da vorne steht eins. Ja, nochmal zum Mikrofon zurückzukommen. Spinne ist das, was ich gerade erklärt habe.
Ist ein sehr, sehr nutzvolles Ding. Ich wollte gerade nutzloses sagen, aber nutzlos ist denn hier nicht. Okay. Entschuldigung. 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 Meine Güte. Immer diese unhöflich. Oh. Falsch hier. Wie habe ich mich jetzt getötet? Ohne Mist. Ich bin jetzt gerade echt verwundert. Wie habe ich mich getötet? Ich habe mich nicht getötet. Ich kann mich gar nicht getötet haben. Kann ich den überhaupt... Kann ich die überhaupt damit töten? Alter, das versuche ich gerade mal. Ich will schon die ganze Zeit versuchen, die damit zu töten, aber ich komme da nicht hin. Ich komme nirgendwo hin. Nein, du hältst die Schnauze. Leute, ich bin aber vor ganz lang, anders lang gefahren. Die... Hilfe, Hilfe, Mama! Oh. So, jetzt kann ich sehen. Doch, ich habe nur einen Schuss. Nice. Boah, fuck. Ja, ich bin super gut im Autofahren. Ich sollte, ehrlich, mit dem Führerschein, sollte ich ehrlich nicht mehr warten. Falls ihr es wisst, Führerschein ist bei mir schon am Anfang. Also, ich bin schon fast, hab einen fast, so. Wer die Nebeninfo haben möchte, weil, ja. Nur damit ihr es wisst. Ja, das ist eine Kammermission. Haha, das ist eine Kammermission nicht mehr. Doch, die ist immer noch da, aber. Ich möchte die jetzt nicht machen, ey. So. Übrigens, Führerschein ist super teuer, wenn man das mal so überlegt, ne? So eine scheiß Praxis schon. Ihr wisst natürlich, alle, die jetzt 17, 18 sind. Oder 19, 20, 21, 22 und drüber. Die wissen natürlich, dass so ein scheiß Führerschein ein Heiden Geld kostet. Das können auch welche wissen, die nicht 18 sind, by the way. Bevor mich jetzt irgendjemand hatet hier. Dass so ein scheiß Führerschein super, super teuer ist. Wenn man es mal so überlegt. Nur damit du eine Fahrerlaubnis bekommst. Direkt so, ach, komm. 1000, ja, so geschätzt 1600 bis 1800 Euro. Und das ist nicht, wenig. Und wenn man die Dings verkackt, die Fahrprüfung, alter Verwalter, da gibt's noch mal mehr Geld aus. Lol, ich kann mich damit in Flammen setzen. Wie fein ist das denn? Hat ich durchlesen? Ich glaube, ne? Sonst könnt ihr euch das ja jetzt durchlesen. So. Weil ich glaube, ich habe das schon vorgelesen, weil hier schon alles abgehandelt ist, genauso wie die Mahlmühle und so. Ich glaube, hier war ich mal. Okay. Ich muss jetzt hoch, meine Güte. Also ich habe mich jetzt schon ein paar Minütchen rumgeplappert. Hallo Leute. Entschuldigung, ich wollte nicht mehr. Entschuldigung, ich will nicht mit einer Waffe auf dich zielen. Oh, ich habe meine Leuchtpistole, ja stimmt. Ich kann ja zur Abwechslung kann ich ja eine andere Waffe nehmen. Also, pff. Ja, wenn jetzt jemand Angst vor mir hat, da kann ich es ja nicht verstehen. Oh, habe ich noch eine Notiz. Royal Army Vorfallsbericht. Royal Army Vorfallsbericht. Sachlage. Die Rekruten Adrash und Mataf wurden nach einer Aufklärungsmission im Prashanbergland vermisst. Ein Unterstützungsdienst der Royal Army wurde in diesem Gebiet entsandt. Vorfallsbericht. Die Leichen der Rekruten wurden in einer angestürzten Höhle am Fluss Tamalkoshi entdeckt. Das ist irgendwie fast wie ein Tamagotchi. Die Dorfbewohner sprechen von der Rache der Darimil für Gewaltanwendung in der Nähe heiliger Orte. Empfohlene Vorgehensweise. Verbindung zu den Hinrichtungen untersuchen, die in letzter Woche von Rekruten Adrash vorgenommen wurden. Das Umland nach Spuren eines Schamanen Dahim absuchen. Okay, ich kann super toll lesen, Alter. Ich bin ehrlich, der Boss im Lesen. Okay, das wollte ich letztes Mal machen. Das mal jetzt mal eben. So. Tamagotchi, wer könnte noch die Ja, scheiß Tamagotchi kann man nicht sagen. Die super geilen Tamagotchis. Das war super geil. What the fuck? Wo muss ich jetzt hin?
Komme ich überhaupt irgendwie hoch? Fuck off! Fuck! Mann! Benutze den Wingsuit. Ja, komm. Wingsuit am Arsch. Ich dachte, ich löse mit Leerzeile aus. Ohne Scheiß, die. Diese Kackmission fordert mir alles ab. Ohne Mist. Da hinzukommen ist ja schon für mich eine Mission. Ist ja eigentlich schon genug Mission für mich für heute. Oh! Was wollte ich denn machen? So. Meine Güte. Wer kennt noch die Tamagotchis? Die geilen Dinger. Die waren eigentlich ehrlich super geil, ne? Tamagotchis? Eigentlich waren die super geil, aber auch irgendwie super scheiße, weil wenn er gestorben ist, kannst du nochmal neu anfangen. Das hat mich immer deprimiert. Da muss ich mal weinen. Ja, wenn mein Tamagotchi gestorben ist, muss ich mal weinen. Das war eine sehr struggle Zeit. Oh, ich muss gar nicht so weit hoch. Ich muss eigentlich nur in den fucking Berg rein. Okay. Und ich habe beschlossen, diese Mission... Was würde das denn? Diese Mission wird extra lang. Ach du Scheiße, ich muss ja mit dem Berg ran, weißt du. Ich plapper mich einfach voll und dann... Oder ich plapper euch einfach voll und dann verkacke ich alles. Okay. Ja, reden wir gleich über Tamagotchi und so weiter fort. E halten zum Interagieren. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Und jetzt muss ich mich wieder entscheiden, oder was? Ja, natürlich muss ich mich wieder entscheiden. Welche Mission nehme ich denn? Ich... Oh. Ach, ich kann die Waffen hier nehmen. Warte mal, welche Waffen habe ich dabei? Welche Waffen habe ich dabei? Ich möchte gerne die hier behalten, aber ich möchte auch gerne die behalten. Die brauche ich eigentlich... Die brauche ich gar nicht. Ich kann nur die schwere... Dings damit wechseln. Ich möchte gerne meine Seitenwaffe dagegen wechseln. So, ich höre mir erstmal... Hallo, Amita. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Okay. Ja, schön, dass ich keine Dings mehr annehmen kann. Ja, Amita, das hat uns gerade erklärt. Okay, hier kann ich nichts mitnehmen, hier kann ich auch nicht. Hier sind noch ein paar Waffen. Oh, ich kann nur den Raketenwerfer dagegen tauschen, das möchte ich aber nicht. So, komm. Hallo. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Ich muss sagen... ich muss sagen... Ich nehme Amitas Mission. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie euch moralisch kaputt gemacht habe oder so. Ihr seid sowieso kaputt, wenn ihr mich guckt. Okay, nice. Ich hab dich schon wieder umgehauen. Ich muss sagen, Amita liegt komplett richtig. Warum sollen jetzt die... Auch wenn die nicht so gegründet wurde, komm, leck mich am Arsch. Deutschland wurde auch nicht gegründet, um von Hitler irgendwie so verschandelt zu werden. Kann man auch sagen. Ja. Und deswegen, stimme Amita zu. Ein echter Bankrott wäre ehrlich scheiße. Weil echte Bankrotts sind scheiße.
Und ich würde mal versuchen, im Wingsuit darum zu pummeln. Weil im Wingsuit wäre das super, super fein. Ja, super, super fein, würde ich sagen. Super fein, würde ich sagen. Alter, ich habe schon 59, also. Okay, ich habe jetzt fast 16 Minuten aufgenommen. Beziehungsweise wir sind jetzt gleich bei der 16 Minute. Hä? Hey. Dann wird diese Mission ein bisschen länger. Beziehungsweise diese Folge. Ich mache ja die Folge sowieso schon 26 Minuten oder so lang. Ich glaube, ich die immer auf 15 Minuten getrimmt. So, 15 Minuten, nicht weiter. Deswegen habe ich, aber ich sag mir jetzt, naja, komm, leck mich am Arsch. Ich mache die Mission jetzt länger. Und mache mit Hallo und Tschüss. Weil das fand ich ehrlich scheiße, was ich da gemacht habe. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. Oh, fuck's sake. So. Oh Mann, ich komme immer... Wenn ich mich irgendwie drauf fixiere, Alter, da komme ich immer mein... Kopfschutz. Was für Kacke dann? Ich komme ja gar nicht richtig runter. So. Steuerung. So, komm. Glaube ich nicht. Ich glaube, du stirbst eher. Oder ich sterb einfach. Komm, leck mich am Arsch. Stirb jetzt, du Affe. Oh. Lass die Hunde los. Oh, shit. Das war super knapp. Okay. Jetzt mach ich die weg. What the fuck? Was haben die jetzt mit mir gemacht? Oben ist noch einer. Halt dich von der Fabrik fern. Der stirbt jetzt. Der stirbt einfach nicht. Der Hund greift mich an. Der kleine Wichser. Junge, ne? Diese Kackpisshunde, ne? 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 Okay, was habe ich noch für Waffen dabei? Hier. Fuck, ich sollte ehrlich eine andere Waffe dabei haben. Ach komm, leck mich am Arsch. Ich lunze da jetzt mal mit einer Granate rein hier. So, leck mich am Arsch hier. Jetzt geht's aber hier ins Royal Rumble. Da ist noch einer. So, du schiffst auch. Oh shit, ich bin fast tot. Richtig, jetzt geht's ins Royal Rumble und ich bin fast tot. Oh nein. Was? Junge, was bist du denn für ein Spacko? Macht der, lässt im... Pack der einfach oben dran. Ich brauche unbedingt die das scheiß Upgrade, dass es schneller geht. Kann der Ding kaputt schießen? Oh meine Güte, ne? Ach, das hier ist deaktiviert, ja. Die haben beide aktiviert, oder was? Die doofen Ärsche. So, dann nehmen wir eine Munition mit. Ich weiß es nicht, warum der nachlädt. Ich habe nicht auf Nachladen gedrückt. Okay, gehen wir mit hoch. Hier ist ein Mörser. Ach, da sind ja noch ein paar, so ein paar Millionen. Da hat auch noch was. Der auch. Der hat mir auch was dahin geschmissen. Okay. Checkpoint! Amita, erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. Ich schick dir Hilfe. Haltet durch, bis die Männer da sind. Alter, wie viel? Wir stoßen jeden Moment zu euch.
Wie viel Kokain, wenn das Kokain ist. Okay. Nori für Mohnernte. Nori hat sich über die letzten Opiumlieferungen beschwert. Ihr Chemiker in der Fabrik ist eine pingeliger Bastard. Und für die Nestlieferung hat er folgende Bitten. Die Pflanzen müssen ausnahmslos 3 Monate gereift sein. Die Kapsel dürfen maximal 5-mal und nur durch Chirurgenstahl angeritzt werden, okay. Der Milchsaft muss 7 Tage trocknen, nicht mehr und nicht weniger. Das Rohopium darf nur in Plastik verpackt werden. Blätter sind als Verpackungsmaterial inakzeptabel. Sorgt bei der Ernte dafür, dass diese Regeln eingehalten werden. Ich will nicht in der Arena enden. Also ist das ja alles Opium. Okay, nice. Opium bringt Opium. Boah, wie war das, ne? War nicht? Warum? Jedes Mal. Er tut sich jedes verkackte Mal weh dabei. Ja, komm, ich fick mal meinem Jetpack. Mit meinem Jetpack, richtig. Mit meinem... Ne? Wisch da Bescheid. Mit meinem Wingsuit, meine Fresse. Ach komm, jetzt erst Verstärkung. Das ist ja schön. Ich räume mein Tier auf, ne? Diese Kackkisten sind auch versteckt wie Sau, ne? Kannst dir keiner antun. So, komm mal hier hin. Was? Wer den Springklan? Nein. Springklan? Was für Springklan? Ich hab keinen Plan, was für Springklan die meint. Ach da. Nee. Sag mal. Sag mal. Hä? Ach, die haben ein Ding zerstört. Geil. Ich schütze die Felder. Hier, wir hätten die ehrlich einfach abbrennen sollen. Wäre, glaube ich, leichter. Für mich auf jeden Fall. Komm hier hin. Oh, shit. Im Teilen. So. Hier ist noch ein Feld. Weiß nicht, ob das abbrennt. Hier können die Sprinkler eigentlich einstellen. So. Ich soll die Felder intakt halten. Brennt sie da aber gnadenlos weiter, ne? Da hinten ist noch einer. Kann ich den mit meinem Bogen? Oh! Oh, oh, oh! Okay. Da ist Norden. Nee, ohne. Da. Nein. Da? Was? Okay, die Felder dürfen also nicht kaputt gehen. Er wollte gerade schon wieder seinen scheiß Ring zu rausholen, ne? Alter! Was ist denn los? Was haben die denn? Hi. Hi. Was haben die denn alle, Alter? Ist ja richtig heftig hier. Komm, hier ein Waffe. Okay, der ist nicht tot. Mondfelder. Oh, shit. Die Mondfelder sind fast alle abgebrannt. Der ist tot. Oh komm, geh jetzt hoch, dankeschön. Scheiß Spacken. Aua. Oh nein. Wer schreibt mir jetzt auf Steam? Meine Güte.
Das war gut gemacht, ne? So. Komm hier. Komm hier hin. Komm hier hin. Okay, dann komm hier nicht hin. Okay, Norden. Alter Verwalter. Wir möchten hier alles abbrennen. Man muss einfach nur am besten diesen fucking. Diese fucking Sprinkleranlage erhalten lassen. Weil ich gerade keinen Plan habe, wo die ist. Und ich weiß aufs Verrecken nicht. Da ist sie. Alter, das ist die Sprinkleranlage. Schnauze jetzt. Takedown. So, zwei. So, Schnauze. Okay, hier mal. So, da so. Alter, meine Fresse. Wer schreibt mich gerade hier auf Steam zu? Das ist ja richtig nervig. Werde ich gleich erstmal hier ausrasten. Werde ich den gleich erstmal hier töten. Oh shit. Ach, der hat sich selbst in Flammen gesetzt. Ich brenne auch noch. Okay, das Feld ist auch im Arsch. Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Warum heilt er sich denn jetzt? Also die zerstören wir, glaube ich, um einiges leichter. Ach, wir sind trotzdem endet. Verdammt, EJ. Du hast gerade Amita erlaubt, auf unser Erbe zu spucken. Kürat besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Okay, das ist ja toll. Wofür mein Vater gekämpft hat, das ist mir gerade relativ. So, ich wollte schon sagen. So, ich nehme jetzt noch eben die mit. Die Sachen hier mit. Dann werde ich erstmal den, der mich auf Steam meint, ein bisschen zu spammen. Was sich so ganz nach Steam angehört hat. Den werde ich jetzt erstmal zu spammen like shit. So. Kisten, Kisten, Kisten. Kisten. Kisten, 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 Kisten. Kisten, Kisten. Kisten. So. Oh. Here we got a fucking flamethrower. Sorry, aber ich möchte einen Flammenwerfer mitnehmen. Flammenwerfer ist um einiges cooler als ein scheiß Raketenwerfer, ja? Hier habe ich hier noch irgendeine Kiste übersehen. Ja, da. Okay, dann nehme ich die nochmal mit. Und dann. Oh. Nice. Ich kann hinfliegen. Grinden. Grüßen. Leute, grüßen. Warum lädt es jetzt nach? Ich habe dir nicht befohlen, nachzuladen. Ah, hier kriege ich die Mission sogar wieder. Mission, richtig. Kriege ich hier die Mission wieder. Okay. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr tun. Natürlich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's auf jeden Fall von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.